Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Update Kettle and Quops. Und zwar ist das jetzt eigentlich die Early Access Version 0.2.5.0, wenn ich mich nicht täusche. Es wurde jetzt schon wieder gepatcht, da wahrscheinlich ein paar Fehler dabei waren. Also wir kommen heute zum Stroh-Update und zum Quarterballen pressen und ja, wir schauen uns das mal an, was neu dazu kam. Das ist die Class Quadrant 3200 RC, die kam neu dazu. Vorab, wir testen das alles noch auf dem Feld. Also dranbleiben, ja. Und wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Und vielleicht ein Abo dalassen. Ihr müsst nicht, aber Daumen hoch wäre cool. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wäre auch cool. Wer Fragen hat, kann natürlich auch einen Kommentar unter dem Video dalassen. Ja, wir machen mal weiter. Haben wir hier einen Hänger, wo wir das Ganze draufladen können. Dann haben wir hier die Ballengabel und den, was ist das, den Klass. Ich sehe jetzt gerade nicht, welches das ist, aber das ist auf jeden Fall ein Klass. Da haben sie auch einen Fehler behoben, oder ich weiß nicht, ob es ein neuer ist. Auf jeden Fall macht er nicht mal solche Nebengeräusche oder solche komischen Stottergeräusche. Also schon mal top. Was mich immer noch stört, ist leider, dass die Updates sehr lange brauchen und ja, und den brauchen wir natürlich dann auch auf dem Feld, um ein bisschen zu ernten. Ja, so, also das ist jetzt dazu gekommen in dem Update, dieses Stroh-Update oder dieses Ballen-Update. Ja, also allgemein ist das ja ein Stroh-Update. Ja, man kann jetzt so Schwatt ablegen und so ein Zeug, ja, und also mal schauen, Ballen pressen, aufladen, die kann man auch irgendwo verkaufen, ich weiß jetzt nicht wo. Schauen wir mal. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal das, was dazu kam. Es ist jetzt ungefähr Monat her gewesen, wo das letzte Update rauskam, also das, was wirklich zeigbar war, ja, sonst kamen nur Bugfixes raus und so was, ne? Irgendwelche Fehlerbehebungen und so. So, ich würde sagen, wir schauen uns das auf dem Feld an. Ich fahre jetzt fix alles aufs Feld, also außerhalb vom Video, ja, und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar, erstmal willkommen zurück. Ich möchte noch was loswerden. Ich werde mir definitiv auf jeden Fall auch den LS19 angucken. Wird es wahrscheinlich auch ein paar Let's Plays dazu geben oder ein paar Videos. Wir machen jetzt hier mal ein paar Schwaden. Ne? Also ich habe schon mal angetestet, ich muss da erstmal gucken, wie das alles funktioniert. So. Es sieht nicht schlecht aus bisher. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich fehlt da irgendwie etwas. Ich habe keine Ahnung. Muss, denke ich mal, noch ein bisschen überarbeitet werden. An manchen Stellen nimmt er halt nichts, nicht alles mit. Ah ja, dann habe ich hier mal was, was mir aufgefallen ist. Ich habe das angesehen und habe auf irgendwie übers Feld drüber gesehen. Ich weiß, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Was? Also, irgendwie schon komisch. Aber was will man machen? Er legt auch, er legt irgendwie komischerweise die Schwarz erst ab dem Feld ab.
Also wo das Feld anfängt, werden die Schwarz auch abgelegt. Warum ich darüber hinaussehen konnte, boah, entweder muss das noch bearbeitet werden oder, ich weiß, oder ist es wirklich so, dass es so gemacht sein soll, ja. Können wir innen reingucken. Es sieht mir, ich weiß nicht, also ich kenne das halt von LS ein bisschen anders. Es sieht mir hier irgendwie so ein bisschen zu künstlich aus, irgendwie. Also, das Ernten, ja. Es ploppt vorne weg und ploppt hinten raus. Irgendwie, ich weiß nicht. Könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das so findet? Also so, auch die Leute, die es nicht haben, können gerne mal ihre Meinung dazu sagen. Kann auch gerne negativ sein über das Spiel. Aber es sollte im Rahmen bleiben, ja. Gerne auch positive Nachrichten unter das Video. Ja, schauen wir mal. So, ich mache das jetzt hier mal noch fix fertig, außerhalb des Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Dann werden wir die beiden pressen. Schauen wir mal uns das mal an, wie das aussieht, ja? So, ich sag mal, bis gleich. Nicht weglaufen. Bis gleich. So, wir müssen erstmal zwischenzeitlich abtanken. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ja, wir tanken jetzt ab. Machen wir den Rest noch fertig. Und dann geht's ans Beinpressen. Ja, Quarterbein. So, seht ihr mal noch ein bisschen was vom Abtanken. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen oder sowas habt, oder positive oder negative Kritik zum Spiel, unter das Video einfach schreiben. Wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ihr lieben Zuschauer, da bin ich wieder. Und wir pressen gerade Ballen, aber was mir gerade aufgefallen ist, hört ihr den Sound? Liegt das an dem Traktor, dass da kein Sound kommt, oder hat das Ding keinen Sound? Wir pressen Ballen ohne Sound. Irgendwie ist bei dem Traktor auch ab und zu mal der Sound weg. Ich weiß nicht warum. Schauen wir mal, ob unser Testgelände reicht für ein paar Ballen. Ich weiß nicht, was mit dem Traktor ist, aber okay. Aber so seht ihr auch mal nicht nur die positiven Seiten von dem Spiel, ja? Okay, das sieht auch ein bisschen komisch aus, wie der Ball da hinten rauskommt, aber ja. Ich glaube, bei LS sieht es ein bisschen flüssiger aus. Aber wir wollen ja nicht meckern, ja? Jetzt ist wieder der Sound weg. Das ist komischer Trecker. Kein Sound von diesem, von dieser Presse. Von dieser Ballenpresse. Merkwürdig. Ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr da einen Sound habt. Mit diesem Trecker oder ob ihr da mit einem anderen Trecker Sound habt. Ich weiß es nicht. Also bei mir hat diese Ballenpresse keinerlei. Hört man was? Nicht mal im Inneren des Dings. Nee, also ich höre keinen Sound. Was denn jetzt? Ist die etwa verstopft? Hm. Was mache ich jetzt? Zu schnell gefahren bestimmt, oder? Ja, hier ist, ich weiß nicht, ob das am Trecker liegt. So, ich glaube, ich muss erst mal kurz aussteigen. Ich muss da hier bestimmt irgendwas sauber machen oder so, oder wie funktioniert das?
Nö, sie ist verdreckt. Ich muss mal kurz einblenden. Müsste irgendwas geben. Attach Basics. Wie kriege ich diese jetzt sauber? Ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich melde mich gleich nochmal wieder. Okay, bis gleich. So, ihr lieben Zuschauer, da bin ich wieder. Ich hab's gefunden. Also, ihr müsst aussteigen, also Presse aus, aussteigen, den Deckel auf. Und dann könnt ihr hier auf Säubern drücken. Und jetzt macht er das weg. Das ist eine coole Sache. Wir machen den Deckel wieder zu. Und weiter geht die Wildfahrt. Ist nur schade, ich weiß nicht, schreibt wirklich mal bitte einer in die Kommentare, ob ihr in der Early Access Version 0.2.6.0 mit einem anderen Traktor Sound habt bei dieser Presse. Ich höre nichts. Ich weiß nicht, muss ich da irgendwas einstellen? Also man darf nicht zu schnell pressen. Okay, das haben wir schon mal. Das ist schon mal okay. Ja, ich weiß nicht, ob das ohne Ton, ob das am Trecker liegt. Man könnte ja noch mal einen anderen Trecker davor spannen. Wir haben ja noch einen da. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob es am Trecker liegt oder ob wirklich die Beinpresse in der Version, wie unten rechts angezeigt, wirklich keinen Sound hat beim Pressen. So, ich würde sagen, wir pressen hier noch ein bisschen. Ich werde schon wieder angeschrieben, bin schon wieder im Zeitdruck, weil wir haben einen Was-Surfer, ich habe einen Was-Surfer wieder aufgemacht, beziehungsweise wieder einen gemacht, wieder eingestellt und bibabo und ja. Also wer was spielt, kann da gerne drauf kommen. Da heißt Survive in zwei Herzen geschrieben. Zweiter, letzter Vibe, 2.10. gewesen. Also voll Fresh Vibe gewesen. 2.10. irgendwie. Also da habe ich ihn neu aufgesetzt. Also wer da Interesse hat, kann auch gerne drauf kommen. Ja, vielleicht kommt da aber noch ein Video dazu. Also. Oder mich einfach mal in Steam anschreiben. Steam. SachsenGamer87, Twitch.tv, SachsenGamer87, bla. Einfach mal anschreiben, wer Bock hat auf den Was-Server oder so, ja. So, aber nichts, destotrotz, wir sind hier noch bei Cattle and Crops, ja. So, wir machen noch eine Reihe. Jetzt das Sound vom Traktor wieder weg. Bevor wir weitermachen, ich wollte mir mal die Texturen ansehen. Ja. Was sagt ihr dazu? Einfach Strohballen, Hashtag Strohballen, scheiße oder gut. Also schreibt einfach Hashtag Strohballen, scheiße oder gut unten ins Video. Irgendwas, ich weiß nicht, ob der Trecker einen Bug hat oder so, aber keine Ahnung.
So, ich presse hier mal noch weiter und dann laden wir mal noch welche auf. Ich lasse die zwei Reihen liegen, weil ich möchte noch ein Foto machen dann. Ja, dann laden wir mal welche auf und ich würde sagen, wir sehen uns gleich mal wieder. Wir gucken uns dann in der nächsten Sequenz, also jetzt gleich, mal an, wie das mit dem Verladen aussieht. Ne? Und ja. Ich sag mal, bis gleich. Macht's gut. Nee, bis gleich. Nicht abhauen. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir klappen jetzt erstmal hier dat, den Hängerchen aus, dass wir da auch was draufladen können. So, dann holen wir den Traktor mit der Gabel vorne dran. Falls ich mich fragt, was ich aufnehme, ich nehme 60 FPS auf. Und mit einer 1080 Ti. Halt, das ist der falsche. Ja, mit einer 1080 Ti nochmal herzlichen Dank für die Ti, die ich geschenkt bekommen habe von meiner Freundin. Ja, herzlichen Dank nochmal. Falls du dieses Video siehst. Na. Dass ich mich wenigstens nochmal bedankt habe bei dir. So, wir müssen jetzt, ja, das mit dem Abkoppeln, das habe ich noch nicht ganz raus. Müssen das abkoppeln. Ne, das war es nicht. Das war es auch nicht. Na. Hallo? Komm mir doch mal die Scheiße an. So. Dann geht's los aufs Feld. Ja, wieder ab und zu mal keine Sau und vom Traktor, keine Ahnung, was das ist. Ich finde das Spiel ja so okay, ja. Also es kommt ja jetzt mal wirklich ein bisschen was rein. Aber, boah, da, ey, ich weiß nicht, spielt ihr Entwickler das Game selber? Also das, sorry, aber das kann man ja manchmal gar keinem zutrauen. Ich weiß nicht, was die mit der Tonaufnahme gemacht haben. Keine Ahnung. So, wir gucken mal, ob wir zwei übereinander kriegen. Funktioniert super. Aber ich habe das Gefühl, dass der obere drauf rumrutscht.
Einmal frei. So, wir holen mal noch eins, zwei, ja. So. So, ich zeige euch jetzt nicht, wie ich das jetzt alles auflade. Und zwar, ja, wer Bock hat, kann seine Meinung gerne dazu schreiben, was ihr von dem Update haltet. Wo man die jetzt verkauft, kann ich euch jetzt nicht direkt sagen. Da habe ich mich jetzt nicht erkundigt. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es wäre nett, wenn ihr Zuschauer einen Daumen nach oben da lasst, damit ich sehe, okay, es lohnt sich weiterhin für dieses Spiel Updates zu zeigen. Wer Bock hat, kann auch gerne einen Follow da lassen. Einen Follow. Wir sind doch hier bei Twitch. Ein Abo, das kostet euch nichts. Einfach nur oben auf Abonnieren drücken. Ihr bezahlt keinen Cent für ein Abo, ja. Des Weiteren könnt ihr mich auch gerne mal besuchen kommen, und zwar auf Twitch. Der Link von Twitch ist in der Videobeschreibung drin. Einfach mal vorbeikommen. Ihr könnt da gerne auch einen Follow da lassen. Da heißt es nämlich Follow anstatt Abo. Einfach kostenlosen Follow da lassen. Da seht ihr Spiele wie Rust, Kettle and Corpse. Ja, Kettle and Corpse eigentlich nicht so, weil ja wirklich nicht viel Content rauskommt. Farming Simulator 19, wenn das rauskommt. Und. Andere Spiele. CSGO und so Zeug halt. Worauf ich halt Bock habt, zu spielen und live zu sein, ja. Das ist eigentlich im Grunde genommen das gleiche wie YouTube, auf YouTube einen Livestream zu starten, aber ich mache das halt auf Twitch, weil ich halt auf Twitch schon mehr Follower habe, die mir folgen. Und ja, so, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann ihr, je nachdem, wie ihr das Video auch schaut. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es kommt ein schnelleres Update. Ich werde aber auch ab und zu mal einen Livestream hochladen, vielleicht auch ein Rust-Video, wo dann wieder gezeigt wird, dass der Rust-Server wieder aktiv ist und so. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.